Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Outlast. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das noch wisst. Wir mussten uns im Schrank verstecken, weil hier so eine komische Kreatur reinkam und noch uns gesucht hat. Die wollte uns ja nun leider töten. Ich fürchte, wir müssen jetzt irgendwie raus. Ich glaube, der ist nach links verschwunden. Gehen wir mal nach rechts. Das Blöde ist, ich habe das Spiel auch zu lange nicht gespielt. Ich weiß momentan selbst nicht, was Sache ist. Ich glaube, wir müssen irgendwie in den Keller, um die den Sicherheitskasten lecker Kopf und Hand. Wir müssen in den Keller und den Sicherungskasten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, hallo. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwelche Aufzeichnungen. Da. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen. Einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Ja, genauso sah der Typ eben auch aus. Das war der bestimmt. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher sein Apostel. Ja, dem sind wir ja auch schon begegnet, falls ihr das noch wisst. Der war ja auch irgendwie ein bisschen gruselig. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Den Camcorder sehen wir hier im Moment gar nichts. Sind wir irgendwie gerade aufgeschossen. Ist das nicht der... Hier waren wir doch schon, oder? Ich bin gerade selbst nicht so ganz sicher. Blöd ist, dass man ja immer auf dem Camcorder achten muss, dass die Batterie nicht zur Neige gehen. Ja, da fängt auch schon an zu blinken. Ich glaube, beim letzten Mal war die Tür noch geschlossen, kann ich sagen. Zum Glück haben wir noch Batterien. So, während wir das lesen, können wir den Camcorder ausmachen.
MQ-Ultra-Programm, CIA-Dokument. Erster Auszug an die Akte betreffend hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig zu Du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen. Sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindlichen Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ach du Shit. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie... Och, das wolltest du gar nicht. Nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber, in welchem Zustand, nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Okay. So, gibt's hier vielleicht irgendwelche Batterien? Blöde Tränkedosen oder sowas. Diese Winkel sind einfach immer blöde. Das Ätzende ist, ich habe schon voll die nassen Füße. Mal gut ist, aber es wird schon seinen Grund haben, deswegen soll er sein. Who's there? Was? Scheiße, war da ein Geräusch. Wirklich rein. Wir haben ja noch nicht mal die anderen Bäume hier. Ich komme da nicht auf. Ich kann aber auch nicht schieben oder sowas. Da geht nicht, aber das gleich leer. Das ist nicht der Zeit. Ich brauche
unbedingt Batterien, verdammt. Batterien, gibt's hier Batterien? Das sieht aber auch alles nicht gerade schön aus hier. Ich brauche Batterien. Oh, Glück gehabt, ich habe noch Batterien gehabt. Ja, da, Batterien. So. Also das Ding läuft schon mal, glaube ich. Ja. Hier wieder. Dann bin ich doch glatt erwischt. Aber diesmal werde ich aber erstmal die anderen Räume alle erkunden. So, da sind wir eben rüber geklettert. Das können wir nicht. Boah, da sind wir doch eben hergekommen, oder? Ja, ich habe meine Orientierung. So. Ich glaube, da bleibt auch nur der Weg, ne? Jetzt sollten wir diesmal gleich links rum und uns irgendwie erstmal verstecken oder sowas. Wenn wir überall die Leichen haben. Kann ich mich hier verstecken? Dazwischen. Ich jetzt hier erstmal. Ich ducke. Ich weiß ja nicht, ob er das Piepen aufhören kann von dem Camcorder.
Ne, ohne geht's wohl nicht. Vielleicht müssen wir auch erst das andere klappen und dann die Pumpe drücken. Vielleicht ist das nicht so gut, wenn wir die Batterie noch mal machen. Irgendwann muss ich es ducken. Sollte auch uns ja hinter nicht. Hoffe ich jedenfalls mal. Die Batterie geht schon wieder zu Ende. Aber wisst ihr was? Ich glaube, die Folge ist schon wieder recht lang. Wie es weitergeht, das könnt ihr dann ja in der nächsten Folge mit anschauen, wenn ihr Lust habt. Na, kommt jetzt hier, ja. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Und ja, tschüss.